Okay, was ist das? Woran sind die hier gestorben, Savage? Kompletter neurologischer Kollaps, wie es aussieht. Organversagen, Nervenabbau. Findet ihn. In der Basis gab es ein Problem. Meine Männer regeln das. Wo waren wir? Wir haben möglicherweise systemübergreifende Probleme mit der OCM. Das sind die Implantate, Gary. Die unmenschliche Prozedur. Es ist, als würden sie verbrennen. Haben die anderen dasselbe Problem? Es gab einige Opfer, ja. Aber angeblich könnte Dr. Reeds Forschung ein Durchbruch sein. Wenn wir sie wieder hierher... Das wird nicht passieren. Dann müssen wir andere Optionen erwägen. Eine Nanotech-basierte Lösung mit Freiwilligen vielleicht. Und Sie stellen sich dafür zur Verfügung, Doktor? Tiffany, bitte. Zeigen Sie mir die Rohdaten, Commander. Würden Sie bitte... Ich habe Ihre Romanze bis jetzt geduldet, Savage. Aber wenn sie Ärger macht, wird sie sich zur Verfügung stellen. Keitner, ich weiß jetzt... Nein, ich gehe gleich weiter, Erde. Was Burke verheimlicht hat. Der Befragungstrakt ist eine medizinische Forschungseinrichtung. Die Gefangenen sind seine Laborratten. Wofür? Weiß ich noch nicht. Ich brauche Burkes Netzhautscan, um das herauszufinden. Den hast du. Den kann ich nicht runterladen, ohne Alarm auszulösen. Allerdings, haben Sie noch diese Netzhautprothese aus seinem Büro? Wenn Sie denken, ich kann damit einen Netzhautscanner täuschen, vergessen Sie es. Der synthetische Gewebestachel muss an einen echten Sehnerv gekoppelt werden, sonst funktioniert es nicht. Ich weiß. Deshalb müssen Sie es Quinn bringen. Ich sage ihm gleich Bescheid. Keitner out. Okay. Frage, wann genau bekomme ich jetzt nochmal meine Waffe? Ich weiß es immer nicht so ganz. Die ist inaktiv und die ist aktiv. Habe ich jetzt mal umgesprochen? Nein. Genau andersrum. Oh Gott, ich Vollidiot. Okay, ich habe es genau falsch rum gemacht. Ich habe die, Quest, die ich eigentlich nicht machen wollte, auf aktiv geschalten. Mann, ich bin der schlauste Mensch auf der ganzen Welt. Bestimmt. Oh, jetzt das dauert wieder ein bisschen. Warum diese langen Ladezeiten? Ich verstehe es nicht. Es geht einfach nicht an meinen Kopf hinein. Warum? 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 Ich check's einfach nicht. Ich würde die gerne alle freilassen, weil ich so ein Gutmensch bin. Ich kann hier nicht mehr durchfallen, lol. Ist so nicht wahr. Jesus, Maria und Josef. Ich will doch nicht herunter. Meinen Schrotthaufen habe ich ja erledigt. Und ich weiß immer noch nicht, wo genau ich jetzt hin muss. Ich dachte, das hätte ich deaktiviert. Ich hätte mal meine neuen Fähigkeiten ausprobieren. Geht jetzt bestimmt viel schneller. Oh naja. Und wesentlich viel schneller. Okay. Kein Problem. Krieg. Yeah! Fuck you. Ich hab's bekommen, weil ich der Allerbeste bin. Yeah. Der Allerbeste von der ganzen Welt. Weißt du Bescheid?
Wir müssen hoch, aber ich will ja runter. Scheiße, falscher Knopf. Ist die Treppe nach unten? Gab es eine Treppe nach unten? Da ist die Treppe nach unten. Okay, ich glaube, ich gehe zu der Treppe nach unten. Kann man die eigentlich zerschießen? Also gefragt. Ah, okay, toll. Hätte ich mir die Geheimwege auch frei schießen können. Naja, was soll's. Ich will erstmal da oben noch was hacken. Bringt mir ja vielleicht irgendwas, man weiß es nicht. Man munkelt nur. So, jetzt wirst du gehackt, mein Lieber. Jetzt wirst du gehackt. Oh. Na gut, vielleicht auch nicht. Was ist das? Hacken. Harken. Hä, das ist ja nochmal das, genau das gleiche, was ich eben hatte. Ich einfach nur ein bisschen harken. Ein bisschen nachhaken. Okay, das schaffe ich nicht. Oder? Schaffe ich. Zugriff gewährt. Yay! Schaffe ich. Und wo geht's hier lang? Unten. Geht's weiter. Okay, hier geht gar nichts weiter. Eigentlich. Oder? Weiß ich nicht. Sieht komisch aus. Und es wird mir auf der Karte auch nicht angezeigt, wo das letzte Waffenteil zu finden ist. Was mich schon ein bisschen, sagen wir es so, das finde ich nicht gut. Okay, ist die andere Seite. Okay. Kann man sich denken, wo die anderen Wege hinführen. Genau, hier und hier. So, ich gehe erstmal wieder zurück. Weil ich ja das letzte Waffenteil finden will. Ich immer noch nicht weiß, wo das ist. Das soll wohl so ein Raketenwerfer sein oder irgendwie sowas. Mal gucken. Biometrische Daten erfasst. Oh mein Gott, meine biometrischen Daten. Wie könnt ihr nur? Wie könnt ihr es wagen, meine biometrischen Daten zu erfassen? Zugriff gewährt. Schön, danke. Wir müssen übrigens den ganzen Weg nochmal zurück. Nur um euch vorzuwarnen, ne? So, als man in die Quere kommt, wird er weggeknallt. War ich keine Gefangenen. Oh mein Gott, das ist too heavy. Kann ich das hacken? Ist ja jetzt Stufe. Ja, okay. Okay, war klar. Karte. Schön, da will ich aber nicht hin. Ich will die Nebenmission machen. Die wird mir aber gar nicht angezeigt. Das ist toll, einfach. Muss doch nochmal sagen, das ist einfach toll. Verladerampe 1, Sicherheitskontrollpunkt. Ja, Rampe 3. Wartungsanlage. Aufzug. Das wird mir nicht angezeigt. Meine Quest. Ja, wo kann ich das denn... Kann ich denn sehen, wo ich die finde? Ich mache einfach die Hauptmission weiter. Ich lasse beide aktiv. Wir sind dort. Und da müssen wir hin, ne? Wissen Sie ja, Mr. Jensen. Okay, scheiß drauf. Ich werde einfach mal gucken, ob ich irgendwas finde. What? Da lebt noch einer. Das ist ja nicht zu glauben. Da lebt ja noch einer, ne? Das ist ja unfassbar. Dreh dich mal um, komm. Hau mal ab. Hau ab, verpiss dich. Sehr gut. Ziele auf dein Köpfchen. Ich ziele auf dein Köpfchen. Auf den schönen Köpfchen. Und du bist tot. Naja. Ich bin nett. Ich liefere ihn nur ein. Ich bin so fein.
und schläfere ihn einfach ein. So, machen wir uns wieder zu dem Experten da unten zurück. Ups. Den habe ich irgendwie völlig verpasst. Ja, jetzt. Komm, Mann. Ey, ey, ey. Wo kam das denn her? Das habe ich jetzt aber nicht geplant. Scheiße. Ich dachte, ich habe alle erledigt. Mann! Okay. Schluss mit lustig. Dann halt auf meine Art. Beziehungsweise auf Johns Art. Ich glaube, die Schrotflinte würde John gefallen. Ja, ich bin mir da ziemlich sicher. Aber John gefällt so jede Wache, die Bumm macht. Biometrische Daten erfasst. Also die ordentlich reinrumpst. Yeah! Denn das mag John. Kann ich persönlich natürlich überhaupt nicht nachvollziehen. Aber so ist er nun mal. Unser Johnny Boy. Danke, kann ich jetzt wieder? Danke. So, falls mich einer nervt, ist mir das egal. Ich knall euch einer ab. Das wird gar kein Problem. Hallo, sind hier jetzt welche? Ja. So. Fertig, ich fahre. Ich hätte die nicht mehr ausgeraubt. Ich sollte sie vielleicht auf dem Rückweg nochmal ausrauben. Dann erstmal meine Pumpe nachladen. So. Mein MG nachladen. Damit es sich nicht vernachlässigt fühlt. Moin. Also, was gibt es? Hab eben mit dem Commander gesprochen. Sie sagt, sie haben was für mich, das ich mir ansehen soll. Yep. Ein künstliches Auge von Berg. Wir müssen damit durch eine Netzhaut scannen, aber so ist es nutzlos. Tja, ohne aktive Neuralverbindung ist das Ding nur ein teurer Briefbeschwerer. In dem Zustand könnten Sie genauso gut einen Lutscher vor den Scanner halten. Lösungen, Quinn. Also, kriegen Sie das hin? Mann, ich bin zwar nur ein Mechaniker, aber ich bin auch der Einzige, der verhindert, dass der Laden hier im Meer versinkt. Klar kriege ich eine optische Frequenzüberbrückung hin. Ich hole nur schnell mein Werkzeug. Sein Gesicht sieht komisch aus. Als wär's so abnehmen und austauschbar. Okay, das wär's dann. Ihr neues Auge. Tut mir leid, dass es etwas länger gedauert hat. Hätte das Scheißding fast ruiniert. Neue TYM-Firmware und so. Also machen Sie keinen Scheiß damit. Das Ding hält nicht ewig, wegen meiner provisorischen Stromquelle. Es ist nur einmal verwendbar, klar. Einmal verwendbar? Warum nur einmal? Wenn es nicht an der richtigen Batterie wie Ihrem Hirn hängt, löst die Spannungsspitze des Scans den Überspannungsschutz aus, um weitere Übertragungen zu verhindern. Das ist eine in den Sehnerv eingebaute Sicherung, die dafür sorgt, dass Ihnen nicht durch altersalventrales Feedback die Birne wegfliegt. Wenn wir Ihnen das Ding nicht einsetzen, lässt sich das nicht ändern. Außerdem ist es dem Commander so vermutlich ganz recht. Sollte es sich bewegen? Sollte es sich bewegen? Das ist echt gruselig. Das Ding ist im Kalibrierungsmodus. Der Trick ist, dass es denkt, ich hätte es in einen neuen Wirt eingebaut. Und weil ich die Systemdiagnose gehackt habe, versucht es weiter eine Verbindung herzustellen. Dadurch bleibt es sozusagen am Leben. Das ist eine ziemlich brillante Ingenieursarbeit, wenn ich das mal so sagen darf. Du darfst. Wie haben Sie? Ziemlich beeindruckend für einen Mechaniker, Quinn. Was soll denn das heißen? Im alten Quinn steckt mehr als das Auge sieht. Kleines Wortspiel. Sie wären nicht der erste Idiot, der mein Know-how unterschätzt. Dieser Job war mehr als ein simpler Batteriewechsel. Sie haben das BIOS modifiziert. Das ist topmoderne Hardware und Software. Sie sind nicht nur ein Mechaniker, Sie sind ein Hacker. Was passt Ihnen denn daran nicht? Das war nichts, was man mit einem Abschluss in Informatik oder ein bisschen Hirnschmalz nicht hinkriegt. So viel dazu. Ah ja, ich bin auch Hacker. Leidenschaftlich sogar. Hoffentlich funktioniert das Ding. Und wie das Ding funktioniert, solange Sie es nicht fallen lassen. Und es ist keine Webcam, also schauen Sie niemandem unter den Rock damit. Schade. Ich muss los. Okay, seien Sie so gut und ziehen Sie den Kopf ein.